Jo Leute, es geht los, das 251 Abonnenten-Special. Danke für eure Fragen, die werden jetzt beantwortet. Und ja, das nächste Abo-Special ist gar nicht mehr so weit weg, 378. Und dann verlose ich auch mal ein paar Switch-Spiele, PS4, was ihr wollt. Auch mal ein bisschen mehr. Aber scheißegal, erstmal, jetzt beantworte ich eure Fragen und am Ende gibt's die Gewinner. Viel Spaß! Was ist dein Lieblingsburger bei Chili? Das ist ganz einfach, das ist der Chili-Burger. Ja, da ist viel scharfes Zeug drauf. Der schmeckt einfach Bombe. Der beste Burger bei Chili. Wann kommt ein Video über ein Yoshi-Spiel? Ich denke, nächste Woche ist es fertig. Was war dein erstes Game, mit dem du angefangen hast zu zocken? Mit Sonic für die Mega Drive. Hast du Haustiere? Nein. Was sind deine zwei Lieblingstiere? Katze und Hund. Was ist deine Lieblingsserie aus der Kindheit? Kein Anime. Disneys große Pause. Kannst du ein Second-Hand-Vlog machen? Klar, warum nicht? Mach ich. Wie viel Mal täglich muss ich einen Dum-Dum-Gum-Dum-Gim-Power-Booster trinken, um richtig fit und stark zu werden? Ich empfehle einen nach dem Sport, wenn man auf seine Eiweiße nicht gekommen ist, dann auch zwei. Dann durch das ESN-Eiweißpulver und durch den Bum-Bum-Eis enthält dieser Drink ziemlich viel Zucker, aber auch ziemlich viel Eiweiß, den der Körper braucht nach dem Sport. Also gönn dir, Digga, wenn du richtig hart gepumpt hast, dann gönn dir ruhig mal zwei. Welches Element würdest du gerne im Avatar-Universum beherrschen und warum? Ich habe Avatar... Oh. Scheiß Bum-Bum-Kaugummi. Also ich habe Avatar leider nie gesehen, deswegen kann ich dir keine richtige Antwort geben. Aber vielleicht ist es echt mal eine Serie, die ich gucken muss. Es ist zwar kein Anime, aber sowas ähnliches sagen ja immer alle. Und ja, werde ich vielleicht mal schauen. Welcher YouTuber und welche YouTuberin begeistern dich am meisten? Der YouTuber, der mich am meisten begeistert, kommt aus Amerika mit über 10 Millionen Abonnenten. Es ist Matt Stoney, ein Wettesser und ja, er verdient einfach sein Geld damit, indem er richtig viel Scheiße richtig schnell frisst. Also das, was ich auch am liebsten mache. Und die YouTuberin, die mich am meisten begeistert ist, diese Frau. Magnemite, Magneton. Verfetch, verfetch, verfetch. Welche sind deine liebsten Mario-Spiele aus jedem Jahrzehnt? Super Mario Bros. 3 aus den 80ern, Super Mario 64 aus den 90ern, Super Mario Galaxy aus den 2000ern und Mario Odyssey, beste aus dem letzten Jahrzehnt. Was hältst du von Streaming? Finde ich mega geil, ich hab sie alle. Welchen Grund hast du dich damals entschieden, mit YouTube anzufangen? Ich wollte der Welt damals zeigen, wie mein Kumpel mit dem Skateboard über Feuer springt. Wann trinken wir das nächste Mal Bier zusammen? Wie wär's mit nächster Woche? Was ist dein Lieblingsfilm? Trainspotting. Yeah. Was ist deine Lieblingsband? Zurzeit Terror. Was ist dein Lieblingsanime? Oder One Piece? Ich hasse diese Frage zwischen Dragon Ball und One Piece. Und ja, ich habe die andere Frage auch gleich mit reingenommen. Aber Leute, es ist One Piece, obwohl sie nicht abgeschlossen ist. Es ist für mich die beste Serie und es wird niemals eine andere kommen. Ich glaube einfach nicht dran. Was ist dein Lieblingsgetränk? Pepsi Max. Erstmal richtig geil gönnen. Ja, Pepsi Light ist auch okay. Aber die Max schmeckt am besten, Leute. Woher kommst du und was ist dein Lieblings-Super Nintendo-Spiel? Ich komme aus Niedersachsen. Und ja, in meiner Kindheit war es immer Yoshi's Island, also Super Mario World 2. Und jetzt als Erwachsener ist es einfach A Link to the Past. Das ist für mich aus heutiger Sicht das beste Super Nintendo Spiel ever. Was sind deine Top 3 Lieblings-YouTuber aus Deutschland? Mythos of Gaming, Firebro und Gute Laune Typ. Ja, das sind für mich die 3 besten deutschen YouTuber. Welcher war der erste Manga, den du gelesen hast? Es war Dragon Ball und den ersten Band, den ich hatte, das war der hier. Das war... Band 14, den habe ich mir damals auf dem Flohmarkt gekauft. Und ja, das ist sogar so alt, das ist noch nicht mal Euro, 9 D-Mark 95 damals noch. Das war mein allererstes Manga-Buch. Und als Kind hatte ich noch Yu-Gi-Oh!, also die ersten Manga-Kapitel, die ich gelesen habe. Das war Yu-Gi-Oh! In der Banzai damals. Und ja, das erste Manga-Buch, das war halt auf jeden Fall Dragon Ball Band 14. Auf welches Switch-Spiel dieses Jahr freust du dich am meisten? Ganz klar, nicht Cannibal Holocaust, sondern auf Pokémon Snap. Ich freue mich so dolle. Ich bin mega gehypt. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Was ist dein Lieblings-Shiny-Pokémon? Die Frage aller Fragen. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Ich sag's euch. Es ist Quapuzzi. Ja, Leute, es ist komisch, aber ich habe den Pokémon-Manga gelesen. Und ja, wer den Pokémon-Manga gelesen hat, der wird's wissen. Quapuzzi, Quappo sind einfach überkrass da drinnen.
Und ja, deswegen ist einfach Quapuzzi mein Lieblings-Pokémon. Und mein Lieblings-Shiny-Pokémon, ich habe alle Fragen in einen Topf geworfen mit den Lieblings-Pokémon-Fragen, ist einfach, ist 0815, aber ich liebe Shiny Gyarados, Alter. Shiny Gyarados ist einfach Baba. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Filme schauen oder nie wieder zocken? Oh, sorry, zocken. Welche Pokémon-Spiele hast du bis jetzt gespielt, ausgenommen Handyspiele? Also, ich habe die erste bis zur fünften Generation gespielt und Pokémon Schwert. Ich blende euch mal die Edition ein, die ich alles gespielt habe. Und ja, ansonsten habe ich noch diese paar kleine Ableger gespielt. Pokémon Stadium 1 und 2, Pokémon Snap, dann dieses komische Puzzle-Spiel für die N64. Das fehlt mir übrigens in der Sammlung. Und ja, Pokémon Colosseum für die GameCube und Mystery Dungeon, die Demo auf der Switch. Fand ich aber cool, vielleicht hole ich Vollversion. Wirst du auch ein Flohmarkt-Verkaufsvideo machen? Nee, Verkaufsvideo mache ich nicht. Also, wer was haben möchte, der schreibt mich privat an. Und ja, ansonsten habe ich viel zu viel mit eBay zu tun, einfach. Drei Spielekonsolen hast du die meiste Zeit. Deine Lieblingskonsole, welchen 80er-Film magst du? Die drittmeiste Zeit habe ich mit dem Game Boy Advance verbracht, ja. Auch sehr viele Game Boy-Spiele drauf gespielt, aber auf dem Game Boy Advance auch. Dann mit der PlayStation 2. Das liegt ein bisschen an GTA San Andreas und an Vice City und auch noch viele andere Spiele. Und ja, die meiste Zeit habe ich auf der N64 verbracht, wo mir bis heute eine scheiß Kappe fehlt. Und ja, das ist auch, da beantworte ich auch gleich die nächste Frage. Das ist meine Lieblingsspielekonsole. Und ja, mein Lieblingsfilm aus den 80ern, ja, ist Shining von Stanley Kubrick. Was kannst du, was die meisten Menschen nicht können? Schwierige Frage, aber was ich kann und was die meisten nicht können, die ich kenne, ist einfach richtig schnell essen. Also den Burger von vorhin, den habe ich echt in 45 Sekunden weggeschlürft und weiß nicht, so 10 Cheeseburger von McDonald's, die schaffe ich locker in 5 Minuten, einen Döner in 2 Minuten. So richtig fett ist Teil, so das ist halt mein Talent. So. Ich esse richtig schnell, ich genieße, ich kann nicht genießen. Das ist das, was ich kann. Ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber ja. Also wer mich zum Wettessen herausfordern will, ich ziehe euch eh ab, ich bin da der Krasseste. Und jetzt Leute, Gewinnspielauflösung. Ach, ich bin so fertig, so viele Fragen beantwortet, aber ihr kriegt jetzt die Auflösung. Leute, ich habe mir ein Elefantenspiel gekauft und wir fangen an mit den Leuten, die die Filme gewinnen wollen. Und das waren halt die ganzen. So, ich nehme jetzt alle eure Namen, ihr habt eure Namen gesehen. Und ja, bei mir gibt's nicht so eine Scheiße wie du hast jetzt einfach gewonnen, weil darum. So, wartet. Das Scheißding funktioniert nicht so richtig. Und ja, wir holen uns die Angel und warten, wer als erstes rauskommt. Und ja, es ist. Es ist Marcel. 1794, du hast gewonnen, du hast den Film gewonnen und gleich geht's weiter mit den Spielen. Leute, es klappt leider einfach nicht mit so vielen Zetteln. Hier seht ihr nochmal eure ganzen Namen. Ja, ihr seid alle dabei. So, bei mir gibt's nicht so eine Scheiße, wenn ich irgendeinen Namen sage, der einfach gewonnen hat. Das ist auch die größte Kacke, die man einfach machen kann bei so einem Gewinnspiel. So, wir machen das irgendwie anders. So, wir werden jetzt das Teil hier einfach anmachen. Selbst da funktioniert das nicht. So. Und ja, wisst ihr was, Leute? Wir machen es einfach so. Ich suche mir jetzt irgendeinen aus. Einfach, was hier drin ist. Und wir haben Nanatsu no Tai. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, Digga. Und du hast gewonnen. Melde dich bei Instagram Hannascore, genauso wie Marcel. Meldet euch wegen den Filmen und wegen den Spielen. Und ja, Leute, das nächste Gewinnspiel. Was mache ich hier eigentlich? So, und das nächste Gewinnspiel findet bei 378 Abonnenten statt. Und dann wird's noch krasser, Leute. Haut rein, ihr seid die Geilsten. Und ja, bis zum nächsten Gewinnspiel.